Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen bei Teil 8 unseres Bastelabends. Ja, wir haben jetzt ein Bild, ne, Epoche 6, Vorbild. Der Bastelabend ist ja sowieso so ein bisschen Gemischtwarenladen und da flechte ich halt immer mal was ein, was mit Basteln eigentlich nichts zu tun hat, aber halt kein eigenes Video wert ist. Ne? Und so sehen wir jetzt hier RB113 im Leipziger Hauptbahnhof, wie er gerade einfährt. Das ist der Zug, mit dem ich, naja, mindestens 3 Tage der Woche mich auf Arbeit in Richtung Leipzig begebe. Das soll aber jetzt nicht Inhalt sein. Es ist der Zug, der dort dahinter steht. Das ist der RE6, der von Leipzig nach Chemnitz fährt und zurück und der, naja, geradezu historisches Wagenmaterial mit sich mitführt. Von dem Steuerwagen vorn mal abgesehen ist das alles, naja, Epoche 4 Reichsbahn Schnellzugwagenmaterial. Ich hatte übrigens mal im Modell, auch das sah genauso aus. Blauer Streifen, gelbe Türen, da war allerdings MAV stand da drauf, ne? Also ungarische Staatsbahn. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen witzig. Ja, und wer ich von meinem Bahnsteig so einen schönen Blick drauf habe, passiert, wenn ich mich umdrehe, eine Einfahrt eines anderen Zuges, nämlich dem Flixtrain, der ja genauso mit historischem Wagenmaterial unterwegs ist, ne? Nur eben nicht DR, sondern DB und das eben auch aus Epoche 4. Na, also so mal ein kleiner Sprung ins Vorbild und in die Epoche 4, auch wenn sie heute ein bisschen anders lackiert sind, als es damals der Fall gewesen ist. Kommen wir zur Bastelei. Und ja, was wird das wohl sein bei mir? Es wird natürlich wieder begrast. Es muss ja in Possendorf weitergehen. Wir haben hier Modul 2 und ich möchte gerne, dass zumindest die Hinterseite der Possendorf-Module beim nächsten Treffen komplett begrast ist. Ob ich jetzt auch schon, was weiß ich, da Büsche und Blüten reinmache, das weiß ich noch nicht. Ja, das ist dann auch ist ein bisschen unkomplizierter dann. Da muss ich nicht auf die Terrasse und weil das also auch keine Sauerei macht, wie diese Fasern, ne, die hätte ich natürlich in meiner Wohnstube nur ungern im Teppich. Wahrscheinlich schwierig wieder rausgehen. Ja, was wir hier sehen, ist also auch ein kleines Phänomen, was ich mir so nicht hundertprozentig erklären kann. Es sind also jetzt hier in Possendorf wirklich sehr kräftige Büschel, ne? Die haben so ein bisschen was so von Moospolstern, ne? Wenn es nicht so lange Fasern wären. Was natürlich jetzt bloß aus der Entfernung so aussieht. Also das ist sozusagen das Ideal, so wie es sein soll. Ne? Mit Kleinandorf hat das irgendwie nicht so gut funktioniert. Also ich habe jetzt, es kommt nachher noch, ich habe jetzt hier in Kleinandorf weiter begrast und aus irgendeinem Grund sind die früheren Begrasungen, die ich dort durchgeführt habe, also teilweise sehr schwach. Also da weiß ich nicht, ob der Unterbau jetzt diese statische Aufladung jetzt unterschiedlich weiterleitet, aber im Prinzip ist Possendorf und Kleinandorf exakt gleich gebaut. Ne? Also das ist so von der Art und Weise. Das ist also eine Holzkonstruktion, die hier drunter ist und Schaumpolsterroll. Also als das irgendeine Erhebung ist, ist Schaumpolsterroll. Das haben wir in früheren Videos gesehen. Und ja, aus irgendeinem Grund ist trotz Verwendung des gleichen Begrasers, der also wirklich sehr viel Dampf hat, ne? Also man dreht dann eher ein bisschen zurück, dass man die Grasfaser nicht alle ins Gesicht bekommt. Ne? Also die Qualität ist aber genauso. Also ich habe auch den Eindruck, dass die Unterschiede zwischen den Begrasern vielleicht, also das ist auch so zu dem, was ich jetzt früher erzählt habe, ne? Dass es nicht unbedingt auf die Spannung ankommt, ne? Die das Gerät erzeugt. Also wenn ich hier auf
Also der hat ja 70.000 Volt, ne? Also wenn ich hier 50 zurückdrehe oder auch bloß auf 30, dann kann es sein, dass diese Fasern hier genauso stehen. Na, also das Entscheidende scheint hier zu sein, sozusagen die Position des Blechs und die Größe dieses Gefäßes, ne? Während wir hier gerade jetzt hier meinen tollen, tollen Staubsauger sehen. Ja, den ich eigentlich fürs Auto gekauft habe. Und der war allerdings noch nie im Auto im Einsatz. Ja, naja. Aber fürs Begrasen macht er sich nicht schlecht. Bloß der Akku, der ist ein bisschen, also da ist, der war auch billig, der hatte, was weiß ich hier, 20 Euro gekostet oder so. Und der Akku ist nicht berauschend. Also das ist hier für eine Session. Fürs Auto wird es reichen. Aber hier für eine Session wird es ein bisschen knapp. Ja, also zurück zum Thema. Wie gesagt, ich habe da so. Also ich muss, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen überdenken, was ich eben so bisher am Rasposant habe. Also das ist nicht alles so klar. Es gibt einfach mehr Faktoren, die man beachten muss. Hier ist übrigens auch noch so eine Geschichte, die habe ich einfach zu viel eingeleimt. Ne? Man sieht also hier an der Außenkante ist Leim dran, aber die Fasern halten nicht, einfach weil dieser Leim schon quasi sich geschlossen hat. Das ist eben auch so. Mir ist ja dann immer empfohlen worden, ja, nimm dies, nimm das, nimm jenes. Und das Problem dabei ist aber, dass ich diesen Expressleim aus dem Grund verwende, dass ich relativ schnell weiterarbeiten kann. Weil ich bei mir eben immer, sind es immer mehrere Schichten. Na, also ich muss mindestens dreimal drüber gehen. Und ideal ist natürlich, wenn man das an einem Tag schafft, na, diese dreimal. Da ich immer bloß abends arbeite, ist eigentlich meistens Quatsch. Unterm Strich ist es einfach so, man muss dann das Mittel finden, ne? Also nicht so große Flächen, wie ich es jetzt eben gemacht habe, sondern einfach kleinere Flächen einleimen und begrasen und absägen und dann funktioniert das auch mit dem Leim. Was ich damit sagen will, der Lernprozess, ne? Also wie man jetzt sozusagen die eigene Arbeit verbessert, der ist nie abgeschlossen. Es geht immer noch ein bisschen besser und irgendwer oder man selber oder irgendwer anders findet dann noch was Besseres und wird dann immer, was weiß ich, immer schönere Anlagen oder Module bauen. Ne? Also wir hatten irgendwann mal Bernhard Stein, der für seine Zeit schon irgendwie vorangeschritten ist, was die Landschaftsgestaltung betraf. Was Felsen betrifft, ist er, glaube ich, bis heute, also ich will jetzt nicht sagen unübertroffen, also erreicht schon, aber unübertroffen. Was das seine Begraserei angeht, der hat ja das gleiche Gerät, was jetzt hier liegt, ne? Ist es eben noch sehr flächig gewesen. Ne? Und er hat eben, also seine Landschaftsgestaltung hat sich überholt. Es gibt eben Nachfolger, ne? Also wie Josef Brandl. Ne? Oder auch selbst Josef Brandl es gibt Anlagenbauer heute, die zumindest in Teilen ihn übertreffen. Das ist einfach so. Und dieser Prozess wird immer weitergehen. Und man wird immer weiter dazulernen und da irgendwie immer besser werden. Na, es wird sich natürlich der Abstand zu dem Otto-Normal-Modellbahner auch vergrößern. Aber unterm Strich, auch wenn man sich nicht dieses teure Gerät hier leisten kann, also ich leiste mir das ja auch nicht, ich habe es ja bloß ausgeliehen, man kann es. Na? Man kann es, man braucht ein bisschen Auge, man braucht ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen Talent. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich jetzt ein besonderes Talent habe, weil ich das jetzt hier so mache. Na, das ist einfach, ich habe mir das abgeguckt von anderen. Und genauso das kann jeder andere auch. Na. Das heißt auch, aus jedem, na, ich nenne ihn mal jetzt Normalmodellbauer, ne, aus jedem könnte jemand werden, der etwas schafft, was jetzt, naja, auch einer größeren Gemeinde da Beifall auslöst. Ne. Mein Standardbeispiel ist da immer der Kanal Erzgebirgs-Moba, ne, der ja auch, der hat später angefangen als ich und hat natürlich auch durch seine hervorragende Arbeit
und mit seinem Kanal mich, also was die Abonnenten angeht, bei Weitem überholt, ne? Und das liegt natürlich nicht daran, dass er jetzt ein toller Entertainer ist, das ist er natürlich wahrscheinlich auch, aber das liegt daran, dass er wirklich absolute Spitzenqualität abliefert, was Anlagenbau angeht, ne? Also ich weiß nicht, also er wird da sicher keine Ambitionen haben, aber der könnte natürlich auch, also vom Anlagenbau könnte er leben. Er könnte ein neuer Josef Brandl werden, wenn er das wollte, ne? Also die Qualität hat er, ne? Und wer sich seine Geschichte anguckt, das ist ein Gamer gewesen, ne? Also der hat, weiß ich nicht, was für Spiele gespielt und irgendwann hat der Familienrat beschlossen, das könnte jetzt so nicht weitergehen. So, naja, die Frau hat es beschlossen, ne? Wir wissen ja, wie das läuft. Ja, also der Familienrat hat beschlossen, wir bleiben mal bei der Formulierung, dass das so nicht weitergeht, ne? Und dann hat er sich Videos angeguckt, ne? Und hat, ja, und hat dann selber gelernt und hat das eben richtig gemacht, ne? Ein anderes Beispiel ist der BIM, ne? Also BIM ist ja jetzt, sagen wir mal, auch ein bisschen umstritten, so in Modellbauernkreisen. Da will ich mich jetzt nicht dazu äußern. Aber er hat Ansätze, die sind top, ne? Im Landschaftsbau. Er hat manchmal auch Ideen, wo ich mich an den Kopf greife. Aber na, hat einen dicken Kopf manchmal und will dann mit dem Kopf durch die Wand und dann hat er was nicht hin, was man eigentlich hätte vermeiden können. Aber im Großen und Ganzen ist das top, was der da treibt. Ne? Auch das ist ein Gamer gewesen. Das sind Leute, die eigentlich nicht kreativ unterwegs waren und die es, sagen wir mal, auf ein sehr hohes Niveau geschafft haben. Und ich bilde mir ein, das könnten die meisten von uns. Ne? Also wenn sie sich reinhängen. Ne? Ja, das wollte ich damit mal zum Ausdruck bringen. Und Teil meines Kanals, ich meine, ich berichte ja über das, was ich jetzt hier mache, ne? Aber der Sinn des Kanals ist eigentlich, na, so ähnlich wie im Fremo, ne? Also Fremo ist gegründet worden, immer um gemeinsam Module aufzubauen und da zusammen Modellbahn zu spielen, aber da kriegt man ja, also da kriegt man ja keine Gemeinnützigkeit, ne? Also hat sich der Fremo zum Ziel gesetzt, die Qualität der Modellbahn im Allgemeinen voranzutreiben. Und das Gleiche mache ich hier gerade. Ne? Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich jetzt hier der Über-Modellbahnbauer bin, aber ich bilde mir ein, ich so, was weiß ich, wenn ich so Anlagen sehe, so ein kleines bisschen über dem Durchschnitt bin ich da schon, was jetzt den Landschaftsbau angeht. Ne? Also auch ich möchte mit meinem Kanal die Qualität der Modellbahn verbessern, dass ich eben auf Ausstellung gehe dann irgendwann und Leute, die ob nur mit oder ohne meinen Kanal, ne, die dann was bauen, was mir dann gefällt. Ne? Also das ist zum Teil Sinn des Kanals. Ja, und ich freue mich, dass ich hier 2500 Leute habe, die mich abonniert haben. Es sind mittlerweile ein bisschen mehr, also ich gucke da nicht jeden Tag hin. Ne? Also ich mache meine Videos und freue mich, wenn jemand zuguckt. Na, das ist eigentlich auch das, was ein Künstler machen sollte. Ne? Also er macht seine Kunst, so wie er das denkt. Und freut sich dann, wenn es ein paar anderen gefällt. Und wenn es nicht ein paar anderen gefällt, macht er trotzdem seine Kunst. Ne? Also das ist ja der richtige Ansatz. Man macht das ja nicht, um jetzt groß und berühmt zu werden. Ne? Das kann passieren, bei mir wahrscheinlich nicht, ne? Aber es kann passieren, obwohl ich auch schon, das hatte ich ja schon mal erzählt, auf der Messe in Dresden, da kam dann irgendjemand mal an und, naja, kann ich ein Foto mit dir machen, so typisch, so Influencer, ne? So Influencer-mäßig. Da wollte er ein Foto mit mir machen, da bin ich vor Lachen nicht in Schlaf gekommen. Aber ja, er hat ein Foto gemacht und hat jetzt ein Bild mit mir auf der Messe in Dresden. Also da habe ich irgendwie die Welt nicht verstanden. Aber naja, das ist eben auch, das ist mal so ein nettes Gimmick. Aber das, wie gesagt, das eigentliche, das ist nicht das Ziel. Na? Dass Leute, gut, ich renne jetzt in Bösendal-Klamotten rum. Na? Aber das liegt doch daran, dass ich,
Ja, mittlerweile spreche ich auch Leute an, aber das ist so ein bisschen ein Zeichen, du sprichst mich an. Ne? Also noch geht, ne? Also wenn ich mal, was weiß ich weiß ja nicht, wo das noch hinführt jetzt, mit wie viel Abonnenten ich da in Zukunft noch zu rechnen habe und wer mich dann toll findet und dann, was weiß ich, guckt und vielleicht schaffe ich auch irgendwann mal nicht mehr sämtliche Kommentare, also zu kommentieren. Ne? Also ich glaube es aber nicht, ne, dass das, also bei Modellbahnern tritt sowas nicht ein. Ja, da müsste ich ja Schminktipps geben oder was auch immer, da habe ich aber das falsche Alter und das falsche Geschlecht. Ja, also das, wie gesagt, das ist halt nicht das Ziel. So, Ziel ist, dass ich auf Modellbahnausstellung gehe und mehr schöne Modellbahnen sehe und vielleicht, sagen wir mal, eine breitere Masse von Leuten da vielleicht dazu bringe, sich bei der Landschaftsgestaltung einfach von irgendwelchen alten Vorstellungen zu lösen und ins 21. Jahrhundert zu kommen und dann entsprechend zu arbeiten. Ja, und schöne Anlagen zu bauen. Da muss man nicht die Gleise selber bauen. Na, es reicht, wenn man ein vernünftiges Gleissystem hat. Also das, wenn jetzt die Reihenfolge so bleibt, dann haben wir ja vorige Woche was über vernünftige Gleissysteme gehört. Na, wenn das so oft geht, wie ich mir das jetzt mit meinen Videos da so vorstelle. Gut. Ja, so viel mal, es war eigentlich die Vorrede, ne? Also jetzt sehen wir gerade, wie ich hier die Fasern rückgewinne oder zumindest ein Teil, also das ist dann aus dem Staubsauger, ne? Kommt das dann wieder raus und dann wird das wieder zurückgefüllt und ja, jetzt wird er, da war er irgendwie voll und dann erst, das ist ein bisschen komische Reihenfolge, aber vielleicht war er wirklich voll. Beim Absagen muss man ein bisschen vorsichtig sein, ne? Weil naja, dass man nicht die ganzen Leim, die ganzen frischen Leimklumpen mit einsaugt. Ne? Der hat zwar jetzt nicht so viel Dampf, also wenn ich da mit meinen Dyson rangehe, dann ist die Gefahr schon mit größer, denn jetzt mache ich auch manchmal, weil hier dann einfach der Akku alle ist. Und dann habe ich halt Krach auf der Terrasse. Das war nicht so gut, weil jetzt ist hier, da bin ich hängen geblieben, aber Gott sei Dank ist die wieder zurückgesprungen. Ne? Das heißt, die aus seiner gedruckten Öse jetzt die Zunge raus und die ist auch wieder, die Öse war noch ganz, Gott sei Dank. Sonst hätten wir hier noch einen zusätzlichen Bastelamt gehabt. Und ist wieder zurückgesprungen und sollte auch funktionieren. Ja, dann. Ich muss das auch mal ausprobieren, weil wie gesagt, ich habe versehentlich, also es gibt ja das Gerücht, das, na, ist noch nicht zurückgesprungen, aber irgendwie. Also ich weiß am Ende, was wieder da, wo es hingehört. Ja, es gibt ja die Geschichte, dass diese Begraserei, die Begraserei, also diese elektrostatische Aufladung, den Digitalkomponenten schaden kann. Unter diesem Modul sind also waren Digitalkomponenten drunter. Jetzt muss ich meinen Satz mal kurz unterbrechen. Ich stelle es natürlich dann hochkant, damit das sich auch leichter absaugen lässt. Ne? Dann erledigt die Schwerkraft also ein Teil. Ich müsste es über den Kopf drehen, aber das ist dann noch eine größere Sauerei. Ja, damit die Schwerkraft also ein Teil erledigt. Hier haben wir also mal so einen Zwischenstand nach, glaube ich, zwei Durchgängen. Ja, also da sieht momentan so aus, dass das fertig ist, aber wenn ich natürlich mit Staubsauger rübergehe, dann habe ich da den einen oder anderen, das eine oder andere Loch noch, also da muss schon noch ein bisschen was gemacht werden. Ja, also zurück zu den Digitalkomponenten. Ja, das ist, heißt, dass die dann eventuell Schaden nehmen können. Ne? Deshalb habe ich sie vorsichtshalber abgebaut, aber ich hatte es eben vergessen beim ersten Begrasen, deshalb muss ich das alles mal noch testen, ob das noch funktioniert und das beim nächsten Treffen ich dann keine Probleme kriege. So, hier habe ich es mal. Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass also die Breite dieses Gefäßes, wo die Fasern drin sind, auch entscheidend ist. Und ich wähle das gleiche Gerät, das ist die gleiche Spannung. Das ist auch ähnlich aufgebaut. Das Sieb vorne ist
gröber, ne? Also es sollte eigentlich mehr rauskommen, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert gar nicht. Ne? Also da tut sich überhaupt nichts und ich denke, dass das auch einer der Faktoren ist, der darüber entscheidet, ob ein Begrasungsgerät gut oder schlecht ist. Ja, also was man natürlich immer völlig vergessen kann, wenn irgendein Sieb drauf ist, das ist immer Mist. Ja, also ich bin jetzt einfach nach hinten gegangen, habe das große Ding wieder geholt und habe das da drauf geschraubt. Beziehungsweise ich habe das mal hingestellt, um dem anderen sozusagen den Wechsel anzudrohen. Ja. Ja, aber man sieht es jetzt hier nicht, also das ist drauf gestreut. Also hier ist überhaupt nichts angekommen. Also die Fasern standen gar nicht. Na? Und ich weiß nicht, was da war. Also es gibt manchmal so Momente, wo man wirklich sich fragt, was ist da los, ne? Dass es eben hier funktioniert und da nicht. Und naja. So, ich habe es ab hier jetzt mal ein bisschen schneller gedreht, also doppelte Geschwindigkeit. Eventuell wäre es noch schneller drehen, weil damit das jetzt mit dem Video hier nicht ausartet. Na, das ist. Das wäre sonst über 30 Minuten lang geworden. Das ist also, es ist ja schon fast, also mit dem, was ich jetzt erzählt habe, ist ja schon fast ein Mittwochsvideo, ne? Nur mit. Naja, mit bastelnden Handlungen. Ja, ich habe dann hier noch eine Mischung gemacht, die ein bisschen heller und ein bisschen trockener ist. Na, die ja, da will ich jetzt auch ein paar Lücken. Eigentlich wollte ich das bloß zwischen die Gleise, aber irgendwie habe ich da noch ein paar Lücken gesehen. Dann habe ich da eben auch noch drin da rein begrast. So, dann ich wisch dann immer den die das, das den Leim. Die Leimtube ab irgendwo. Naja, und dann kommt halt hier noch eine hellere Schicht drauf. So, dann mal schauen, wie es aussieht. Ja, dann hat der Drucker auch noch was ausgespuckt. Und zwar ein paar Teile für das Dach in Possendorf. Und zwar für das Dach vom Güterschuppen. Der muss ja auch mal ein bisschen weiter voranschreiten. Allerdings ist, solange ich den Begraser jetzt zu Hause habe, passiert das erstmal. Das ist also so ein bisschen schon ein Foto, was hier so der eine oder andere Woche alt ist. Das Freischneiden hier, das ist eine Beschäftigung, die man dann mal abends macht, wo man die Nachbarn nicht mehr mit irgendwelchen Staubsaugerlärm behelligen will. Na, deshalb. Habe ich jetzt nicht gefilmt, habe ich jetzt nur ein Foto gemacht. Ne? Ich werde dann allerdings den weiteren Zusammenbau des Güterschuppens, den werde ich natürlich dann auch wieder dokumentieren. Kommen wir von Possendorf zu Kleinnaundorf. Hier geht es auch mit den Gebäuden voran. Das ist ja so ein Erhaken-Bausatz, der auch Windberg zum Thema hat, nämlich den Bahnhof Obergittersee. Daraus ist jetzt hier Kleinhandorf entstanden. Wer das Gebäude in Kleinhandorf kennt, ne, das steht ja heute noch, obwohl es den Bahnhof nicht mehr gibt, der wird das jetzt so nicht wiedererkennen. Das ist sozusagen die ursprüngliche. Also das Gebäude, was heute da steht, ist ja mal umgebaut worden. Und das ist sozusagen das ursprüngliche Gebäude. Ne? Ja, und hier ist jetzt. Geht es auch wieder mit Begrasen weiter, allerdings in Kleinandorf. Und man sieht hier meine Hand, dass ich mich auch fürchterlich selber begrast habe. Das war es am Ende alles voll mit Grasfasern. Und man sieht hier auch, wenn man das sieht, was hier schon drauf ist, dass das hier nicht so schön funktioniert hat wie in Possendorf. Ne? Das ist allerdings die vorhergehende Begrasung gewesen. Ich weiß nicht, was da los war. Ne? Also. Wenn ihr doch hier nie eins wollen.
Es sind auch teilweise, was natürlich auch gewechselt ist, ich sind teilweise auch andere Glasfasern. Ne? Also wir hatten ja bisher so Sachen als seinen Vorräten, ich weiß es nicht, was das für ein Hersteller war, als seinen Vorräten die Fasern genommen und haben dann ja, wollte ja immer alle machen, weil ich halte es jetzt auch nicht so wichtig, was für Sorten das sind. Einfach weil ich sie eh mische und dann kommt eh was anderes raus. Ne? Aber es gibt auch da Unterschiede, dass sich die einen ein bisschen besser und die anderen ein bisschen schlechter verarbeiten lassen. Das, was ich jetzt hier mehr drin habe, sind die Fasern von Häki und von Woodland. Das sind also von mir so Altbestände. Ja, hier ein Foto von dem fertigen Ergebnis. Also so hat es dann sozusagen nach dem zweiten Durchgang ausgesehen. Es ist noch nicht abgesagt. Es scheint mir so, als ob jetzt hier das deutlich besser ist als der Ursprung. Ja, und hier haben wir Kleinandorf in seiner ganzen gegenwärtigen Pracht, ne? Inklusive der Werkstatt von meinem Modellbahnkollegen. Ja, so ist der Stand. Hier muss noch abgesagt werden. Das hat er bestimmt inzwischen gemacht. Und beim nächsten Bastelabend geht es hier an dieser Stelle weiter. Ja, mit Bastelabend meinte ich jetzt der Bastelabend beim Kollegen. Ne? Also, das muss jetzt nicht unbedingt das nächste Video sein, dass das so mit so weitergeht. Da kann natürlich auch ein anderes Thema inzwischen sich in den Vordergrund schieben. Aber wir werden das sehen. Ja, wir haben das Video mit Vorbild angefangen und wir hören auch mit dem Vorbild wieder auf. Das ist also ein kurzes Foto aus meinem RB 113. Ja, da habe ich einfach mal hier ne, frische Schwellen, gealterte Schwellen, so als Vorlage. Vielleicht für euch, wenn ihr jetzt nicht in der Epoche 2 oder 3 oder 4 unterwegs seid, sondern modern. Das ist dann sozusagen für euch jetzt die Anregung, das entsprechend dann so vielleicht so zu gestalten. Ja, wir wären am Schluss des Videos angekommen. Es ist ja heute ein bisschen länger geworden. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, auf ein nächstes Mal. Einen schönen Abend, macht was draus.